Hi, ihr seid bei Koskan, ihr seid bei Angie, ihr seid bei Gesichtserobik. Ja, wirklich. Teil 4. Ihr wisst, ich habe immer besondere Namen für meine Gesichtserobik-Übung. Und der nächste ist der Kinnschieber. Ja, so wie das Wort schon heißt, machen wir auch. Ganz simpel. Du kannst gleich starten. Ich zeig's von der Seite. Wir versuchen hier das Kinn nach vorne zu schieben. Und am besten nimmst du die Lippen auch noch dabei zusammen und ich mache das mal vor. Hier musst du den Zug spüren. Ja, und du spannst dadurch die Halsmuskeln an. Versuch dein Kinn nach vorne zu schieben. Jetzt. So, und jetzt nehmen wir mal ein bisschen mehr Nacken. Okay, ich hoffe, du kannst sehen. Und spür mal. Okay, bist du bereit? 10 Mal, ja? Okay, los geht's. Hat's geklappt? Vielleicht. Ich hoffe. Es glättet dein Kinn, es macht diese gesamte Partie hier, ja, hast du ja gespürt, deine Halsmuskeln werden trainiert und wir machen Finale, okay? Los geht's. Wie ist das Gefühl? Es kann passieren, dass du, wenn du das zu oft machst, dass du Muskelkater kriegst, ja? Also nicht mehr als 20 Mal. Das war Übung Nummer 4, der Kinnschieber. Bis gleich.